und herzlich willkommen bei uns an einem Wochenende, an dem wieder tausende Menschen auf die Straße gehen. Allein in Nordrhein-Westfalen finden heute und morgen in diesen vielen Städten hier Demos gegen rechts statt. Und auch in Langenfeld haben Frauen, Männer, Familien alle zusammen protestiert gegen Ausgrenzung und für Demokratie. Und hier waren auch einige Unternehmer dabei, die einen richtigen Gänsehautmoment miterlebt haben. Wenn es uns Menschen nicht gut geht und wir zu schwach sind, um zum Arzt zu fahren, dann können wir den Notruf wählen. Bei kranken Tieren ist das etwas schwieriger. Wie kommt zum Beispiel ein wackeliges Pferd von A nach B? Hier kommt die einmalige Lösung, und zwar per Intensivtransporter. Ein junger Landwirt aus Bergheim hat sich darauf spezialisiert, Pferde, die nicht mehr gut stehen können, in Kliniken bzw. wieder nach Hause zu bringen. Und er ist der Einzige in Deutschland, der das anbietet. Sein Angebot kommt richtig gut an bei Mensch und Tier. Und damit sagen wir Tschüss und wünschen Ihnen einen gemütlichen Samstagabend. Hier folgt jetzt wie immer die Tagesschau. Machen Sie es gut und ein schönes Wochenende. Thank you.